Am Anfang waren es drei: Herr Hanak, Herr Kanya und Herr Grotscher. Sie gründeten eine Firma, die sich WPM SRO nannte und ihren Sitz in den Räumlichkeiten des Gartenbauvereins von Uherský Brod hatte. 1993 zog die Firma zum ersten Mal um, samt ihren 5 Angestellten. Sie mietete ein großes Lager an und zu dieser Zeit waren es nicht mehr 3, sondern 4. Der 4. Teilhaber wurde die Firma Ginger GmbH, vertreten durch keinen geringeren als Heinz Wippig. Die Firma wurde in Gingersbohl SRO umbenannt. Und dann geschah der Urknall. Zuerst wurde eine Niederlassung in Ostrava eröffnet, dann in Brünn, danach in Olomouc. In dieser Zeit verdoppelte sich der Verkauf und die Firma wechselte erneut den Standort. Es wurde immer mehr Platz benötigt. Neue Niederlassungen, Expresslager und Logistikzentren wurden in Zlin, Brünn und Ostrava gegründet. Allein im Jahre 2005 wurden 11 neue Betriebsstätten eröffnet. Doch das war noch nicht alles. Schrittweise wurden viele weitere Lager und Zentren errichtet und im Jahr 2009 wurde mit dem Bau des neuen Firmensitzes in Napoletia begonnen. Im selben Jahr vereinigten sich alle Firmen unter dem Dach der Holding GC-Gruppe mit der Muttergesellschaft Gingersbohl SRO und den Tochtergesellschaften Ginger Centron, Ginger Bohemia und Ginger SK. Die Firmen Knorr und Pechersan kamen als weitere Mitglieder hinzu. Zum 01.01.2012 unterhielt die Holding GC-Gruppe auf dem Gebiet der Tschechischen und Slowakischen Republik insgesamt 7 Logistikzentren, 5 Vertriebszentren und 75 Expresslager. Die Hauptverwaltung wurde am Firmensitz in Napajedla eingerichtet. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern befinden sich ein Lager mit 4 Annahme- und 28 Ausgaberampen und einem modernen Auslieferungsverfahren, 133 Parkplätze, ein Sanitärmusterlager, Schulungszentren, Firmensekretariat, Wirtschaftsabteilung mit Buchhaltung, Vertriebsspezialisten, Marketingabteilung, Preiskalkulation, Kundendienstabteilung, Reklamation und so weiter. Derzeit zählt die GC-Gruppe annähernd 700 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von nahezu 3,5 Milliarden Kronen und der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. Ginger vertreibt ein Sortiment von 120.000 Artikeln aus den Bereichen Wasser, Heizung, Gas, Installation und Versorgungsnetze. Die Strategie des Unternehmens ist auf den ausschließlichen Verkauf an Montage- und Baufirmen ausgerichtet. In unserem Unternehmen versteht man, dass die Produkte nur bei fachgerecht ausgeführter Montage Gegenstand von Garantie- und Serviceleistungen sein können. In allen Logistikzentren sind Musterlager eingerichtet. Hier werden komplette Bäderentwürfe erstellt und der Kunde kann sich von vielen interessanten Lösungsvorschlägen inspirieren lassen. Nun braucht er nur noch das Gewünschte auszuwählen. Alles Übrige erledigen die Mitarbeiter von Ginger zusammen mit der Montagefirma. Wichtig für das Unternehmen sind nicht nur seine Kunden, sondern auch seine Mitarbeiter. Deshalb werden verschiedenste Aktivitäten unterstützt, an denen praktisch jeder teilnehmen kann. So kann man sich einfach am Geschehen der GC-Gruppe beteiligen und mit uns an einem Strick ziehen.